Heute zeige ich euch mal die teuerste oder wohl teuerste Bahnverbindung Großbritanniens und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Denn heute sind wir mit dem Heathrow Express in der First Class unterwegs. Heathrow Express, das ist die schnellste Verbindung von London bis zum Flughafen London Heathrow, wie der Name schon sagt. Ich bin ja im letzten Video im Bahnhof London Victoria angekommen und muss jetzt hier einmal mit der U-Bahn zunächst zum Bahnhof Paddington fahren. Von dort aus startet der Heathrow Express. Wir schauen uns einmal an, so sieht es in der zweiten Klasse im Innenraum aus. Auch das schon komfortabel, große Toiletten auch vorhanden. Und so sieht die First Class aus. Und dann seht ihr, das ist wirklich Luxus pur. Eine 1+1 Bestuhlung, das sieht man wirklich selten. Das hat den Namen First Class wirklich verdient. Ihr seht, sehr, sehr bequeme Sitze. Die sehen richtig gut aus und sind auch so bequem. Jeder Platz mit einem Tisch. Steckdosen sind natürlich auch vorhanden. Das ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Die Armlehnen können selbstverständlich bewegt werden. Ihr seht es hier, nicht nur eine, sondern gleich zwei Steckdosen pro Person gibt es. Die Beinfreiheit ist grandios. Wie gesagt, ein fester Tisch ist an jedem Platz vorhanden, auch mit Getränkehalter. Das Leselicht kann ich hier am Tisch einschalten. Und das ist wirklich sehr, sehr luxuriös. Es läuft im Zug auch immer BBC im Fernsehen. 1.5% of its shares, which it hopes will raise just above 25. Daran sieht man auch, an wen sich dieses Angebot richtet. Das sind vor allem Geschäftsreisen, die natürlich nicht so viel Zeit haben, für weniger Geld mit der U-Bahn oder der TfL Rail, die ich ja euch auch schon vorgestellt habe, zu fahren, sondern die nutzen die schnellste Verbindung, das ist der Heathrow Express. Und gerade in der First Class sind es hauptsächlich Geschäftsreisende und die freuen sich natürlich, wenn sie dann auch die Nachrichten im Zug schauen können. So, jetzt habt ihr gesehen, dass dieser Zug wirklich sehr, sehr luxuriös ist. Jetzt kommen wir mal zum Preis. Warum ist das denn jetzt wohl die teuerste Bahnverbindung Großbritanniens? Ich habe mein Ticket früh gebucht und zu einem eher günstigeren Tarif, das geht also auch noch teurer, in der First Class habe ich bezahlt 32 Pfund. Das sind ungefähr 37 bis 38 Euro. Jetzt muss man bedenken, dass dieser Zug nur 15 Minuten fährt. Das heißt, ich zahle mehr als 2 Euro pro Minute, um mit diesem Zug fahren zu dürfen. Das ist schon ordentlich. Also das ist wirklich teuer. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, dann fahrt mit der TfL Rail. Da zahlt ihr vielleicht 10 Pfund. Da aber auch keine erste Klasse. Aber ihr zahlt immer noch auch die Hälfte ungefähr von dem, was der Heathrow Express in der zweiten Klasse kostet. Wenn ihr noch weniger zahlen wollt, noch mehr Zeit habt, könnt ihr auch mit der London Underground fahren. Da seid ihr aber fast eine Stunde unterwegs und wirklich nicht komfortabel. Wenn ihr es also eilig habt oder Wert auf Komfort legt oder einfach mal was Besonderes erleben wollt, dann ist der Heathrow Express genau das Richtige für euch. Denn wie gesagt, er ist etwa 10 Minuten schneller als die TfL Rail, deutlich schneller auch als die Underground, ist aber eben teurer, dafür aber meistens auch ein bisschen leerer, also man hat hier einfach viel mehr Komfort. Ihr seht das, hier am Zug, das ist wirklich ein purer Luxuszug, das ist sehr, sehr elegant, komfortabel. Das sind sehr angenehme, eine sehr, sehr angenehme Art und Weise zum Flughafen London Heathrow zu reisen. Ich muss jetzt an ein Terminal, was der Heathrow Express nicht anfährt. Deswegen bin ich am ersten Stopp ausgestiegen. Das ist der Bahnhof Heathrow Central. Und von dort musste ich dann noch einmal umsteigen.
in einen Zug der TfL Rail, der mich dann zum Anzielbahnhof gebracht hat. In Zukunft werden die Fahrzeuge hier vom Heathrow Express die Klasse 332 allerdings ersetzt durch Züge der Klasse 387. Wie komfortabel die dann sein werden, das wird sich dann erst zeigen. Aber solange ihr die Züge der Klasse 332 noch fahren, kann ich euch das wirklich nur empfehlen, einmal nur des Erlebnisses wegen mit dem Heathrow Express in der First Class zu reisen. Das war's auch schon, mein Video über die First Class des Heathrow Express, der wohl teuersten Bahnverbindung Großbritanniens. Ich hoffe, das hat euch gefallen, war informativ für euch. Hier seht ihr jetzt noch, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder.